Okay. Okay. Ja, ne? Also, weiß Bescheid. Weiß Bescheid. Angela Walker. Angela Walker wahrscheinlich. Unsere künstliche Intelligenz, da haben wir es schon, hat die Kontrolle über die Station übernommen. Sie imitiert Jack. Das war so klar. Das war so klar. Das war so klar, weil der Jack ist auch weg. Ich hätte jetzt mal gesagt, der Jack ist ebenfalls weg. Aber irgendwie war es dann trotzdem in der Situation, als wir vor seinem Büro standen und er hat uns per Funkgerät angerufen oder per Funk versucht zu erreichen, war ich dann schon so, Moment, shit, ist der doch da? Aber jetzt so hinterher, ne, ist dann irgendwie so, oh ja, la 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 la, ich hätte jetzt alles erzählen können. Jack hätte ihnen den Befehl zum Evakuieren gegeben, doch es war die KI. Die Crew begibt sich zu den Luftschleusen, aber dort warten keine Schiffe auf sie, nur ein kalter Tod im Weltall. Währenddessen sitzen wir hier fest. Wir müssen die Datenzentren trennen. Hoffentlich wird das die KI entwaffnen. Zumindest, bis wir herausgefunden haben, wie wir den Hauptrechner zurücksetzen. Naja, Leute, es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Jack Allen. Angela Walker, Jack, bist du da? Hallo? Das darf nicht öffentlich werden. Die Firma würde eher die Station in die Luft jagen, als auffliegen zu lassen, dass wir eine künstliche Intelligenz entwickelt haben, die die gesamte Besatzung getötet hat. Leute, ihr merkt, glaube ich, schon, ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ich musste gerade mal, ne, egal. Ich musste gerade mal ein Problem lösen. Genau, also künstliche Intelligenz. Kannst du uns die Steuerung über die Türen wiedergeben? Ich bin bereits dabei, sie zu trennen. Der Code zu dem Raum, in dem ich mich aufhalte, ist 3234. Ich repariere jetzt die übrigen Türen und sende dann die Codes. Okay. I managed to unlock the computer with the helmet. That's great. It wasn't Jack that sent people out the airlocks. Then who was it? It's a self-thinking Was ist software. mit der Frau? An artificial intelligence. That's what they were working on here. But why didn't Jack mention this? I haven't been talking to Jack. It's been this AI all along, imitating Jack. Was mit What? Veronika? How can you know this for sure? Wer ist Veronika? I'm reading it from the AI manager's terminal. Angela Walker. what the hell can we do? She wrote that all the data centers should be disconnected. So it tricked you into connecting the data centers. I have to disconnect them and figure out what to do next. And the comms control unit? Still have not found one. Maybe there's one in the data centers. Sektion B, okay, naja. Gut, dann kommen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg jetzt wieder zurück. Okay, aber das heißt auch, dass man hier erstmal nicht mehr Angst haben muss vor dem Jack. Sondern, wo kommen wir jetzt hier raus? Ah, okay, hier. Scheint es zumindest. Aber ich hoffe nicht, dass wir jetzt irgendeinem Roboter nochmal über den Weg laufen. Jetzt hier nochmal. Waren wir hier vorhin schon? Was sollen wir tun? Wenn wir von hier die Systeme der Station nicht von der KI befreien können, bleibt uns keine andere Wahl, als zu versuchen, den Hauptrechner zu erreichen. Wir könnten im Weltall enden, wie all die anderen. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen eine Lösung finden. Wenn wir nur in die Wartungstunnels gelangen könnten. Neuer Code. Jemand, der nicht zu unserem Team gehört, war hier und hat meinen Computer benutzt. Bist du sicher? Da ist eine Pistole auf meinem Tisch.
Aber das ist noch nicht der schlimmste Teil. Ich kann sehen, dass jemand den Code geändert und neuen Code hinzugefügt hat. Wofür ist dieser Code gut? Er ist für die Lage verantwortlich, in der wir uns befinden. Okay, also ist irgendjemand nachträglich hergekommen und hat hier die KI quasi nachträglich hier mit reingebracht, oder wie? Oder hat jemand die KI verändert? KI-Steuerung. Passwort gefunden. Okay. Sie evakuieren die Station. Wir müssen sie aufhalten. Das können wir nicht. Wir wissen ja nicht einmal, dass wir hier sind. Wir müssen hier bleiben und diese KI loswerden. Sie lockt die Leute in die Luftschleusen. Sie werden ins Weltall geschleudert und müssen dort sterben. Hör zu. Wenn wir das hier nicht beheben, werden wir auch über die Luftschleusen im Weltraum landen, im Weltraum enden. Ist mir egal. Ich kann nicht einfach hier herumsitzen. Wenn du mir folgen willst, der Code für die Ausgangstüren ist 9502. Zu spät. Es war niemand mehr da, als ich hinausging, um die Steuereinheit der Kommunikation zu holen. Ich wusste doch, dass dieses beschissene Rücksetzsystem versagen würde. Jetzt weiß die KI, was los ist, und sie ist darüber nicht gerade erfreut. Hör auf, mich anzuschreiben. Finde lieber einen Weg, alle Systeme zurückzusetzen. Diese Schuldzuweisungen können wir uns für später aufheben. Okay. Also das heißt, hier ist irgendwo eine KI auf dem Schiff, die uns vielleicht auch noch böse werden könnte. Ja, das können wir mal gesagt hier lang. Das sieht schon mal gut aus. Alle Verbindungen. Trennverbindungen. Alle Datenzentren in Sektion B. Vielleicht nehme ich einfach mal ein bisschen meine Füße in die Hand. Gut, hier können wir jetzt immer noch nichts machen. Wartungssektion. Ah. Hier links lang, ne? Ich dachte jetzt gerade schon. Warum können wir denn hier nicht raus? Wir kamen doch von hier. Und da ist die Lagerung. Da kommen wir nicht rein. Pumpensteuerung, da kommen wir auch nicht rein. Airlock. Okay. Frage, nächste Frage, ob das eine gute Variante ist. Es bleibt uns nichts anderes übrig, würde ich sagen. Das heißt, gleich kontaktiert uns der Jack. Ja, ich bin doch schon da, hallo. Someone there. Is anyone there? Oh, thank God. I'm not alone. No, me and Veronica are still here. Do you know what's going on? I just found out. Oh, good. Or not good. You know what I mean. Listen, I need help. It has disabled the doors and shut down the ventilation system. Was ich machen kann, weil ich möchte ihm nicht, also ich schaue, was ich machen kann, keine Sorge, ich hole dich da raus, ich möchte ihm halt nichts versprechen. Ne? Das ist halt immer doof. Ich schaue, was ich machen kann. I'll see what I can do. That's not very comforting. Whatever you're gonna do, do it fast. I don't know for how long I have air to breathe in here. Okay. Wow. Ich beeile mich ja. Sektion A zu Sektion B.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Veronika auch ein Teil davon ist. Weil, naja, wenn die, was war das jetzt? Super strange gerade. Ich kann irgendwie nicht verstehen, warum mit diesem Brute Force Ding, warum wir dann nicht da durchkommen, aber CPU-Kapazität, ja, naja. Da können wir nichts dran machen. Keine Ahnung, warum wir da... Naja, gut. Ich trenne die Verbindungen aller Datenzentren in Sektion B. Ah gut, das hatten wir eh nicht verbunden. So wie ich das im Hinterkopf habe. Oder System. Okay, Betrieb, System, Diagnose. Connect. Aber den hier hatten wir verbunden, ne? Netzwerk trennen. Trennen die einfach auch mal. Ich weiß nicht, ob das mit dazu zählt, aber im Delta war das letzte und das haben wir nicht hinbekommen, weil da keine CPU mehr da war. Aber jetzt haben wir den Computer da schon mal mit rausgenommen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Aber ich wundere mich, warum das nicht arbeitet. Eigentlich sollte hier doch das Kühlsystem arbeiten, oder nicht? Okay, so kommen wir da nicht raus, sondern wir müssen hier immer raus. Zap, zap, zap. Okay. What is going on? I can't log into this terminal. I know I'm using the correct password. I don't know. The AI must have changed it. Of course it did. Sneaky little thing. I bet it changed the password to all server terminals. You got it to that other computer using the helmet. Maybe it works on this one as well. Okay, schauen wir mal. Und dann kommt jetzt bestimmt irgendwas, was uns da ärgert jetzt. Entweder wird es jetzt knackig oder irgendwas kommt, um uns zu ärgern. Okay, da geht's lang und da geht's auch irgendwo lang. Okay, wir kommen hier irgendwo raus. Ich glaube, in der Mitte wäre irgendwie... In der Mitte, das wäre eine Sackgasse gewesen. Vielleicht auch nicht. Wir müssen jetzt hier halt einen Ausweg finden. Oder nicht einen Ausweg, sondern einen Weg weiter. Ah, aber so sehen wir zumindest, wo wir schon gewesen sind. Ah, das ist schon mal nicht schlecht. Ah, sehr gut. Aber das mit dem Ding hier auf dem Boden, wo man sieht, wo man schon gewesen ist, das ist Gold wert. Das ist eine super coole Funktion übrigens.
das hier bedeutet. Ah, okay. Bam, bam, zum, 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 bam. Müssen es jetzt hier irgendwie zusammenführen. Schon coole Rätsel, muss man schon sagen. Warum da jetzt mit der Verbindung? Gut. Hm. Was?